Einen wunderschönen guten Tag, ihr geilen Säue, und herzlich willkommen zu meinem ersten Artifact-Video. In diesem Video sprechen wir ein bisschen darüber, was Artifact überhaupt ist, wann es rauskommt, wann die Beta startet und einiges mehr. Es werden auch noch weitere Videos folgen mit Guides zu Artifact, was gibt's für Karten, wie ist das Spiel aufgebaut, wie spielt man das Spiel und so weiter, einigen Fakten. Aber fangen wir erstmal hier an, beim Ursprung. Artifact wurde erstmals vorgestellt auf dem Dota 2 International Championship 2017 und wie man in dem folgenden Clip sehen kann, waren die Meinungen erstmal sehr geteilt. Das Ganze resultiert natürlich einfach daraus, dass man ein Kartenspiel der Dota 2 Community, eine reine MOBA-Community, vorstellt und diese mit einer ganz anderen Erwartungshaltung daran gegangen sind. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es allerdings auch die ersten Gameplay-Videos, die Entwickler sind sehr aktiv geworden, was das Enthüllen von Karten angeht, die Kommunikation ist einfach gigantisch groß geworden. Zwischenzeitlich nach der Enthüllung des Trailers war erstmal Ewigkeiten Funkstille bei den Entwicklern, sie haben nichts gesagt, Twitter war total inaktiv, es gab einfach keinerlei Schnittstelle zur Community im Endeffekt. Und der Hype baut sich so wirklich langsam auf, wir gehen langsam in die entscheidende Phase, denn bald startet die geschlossene Beta. Dazu allerdings später mehr. Wie vorhin schon bereits erwähnt, hat Valve noch kein Kartenspiel auf den Markt gebracht. Deswegen haben sie sich ein bisschen Unterstützung herangeholt, und zwar keinen geringeren als Richard Garfield. Nicht jeder kann mit diesem Namen was anfangen, aber dem ein oder anderen wird er schon was sagen, und zwar ist es der Macher von Magic the Gathering. Magic war in seiner Form eins der ersten oder das erste Sammelkartenspiel, der Vorreiter aller großen Kartenspiele, die wir heute kennen. Und mit seinem Wissen hat er natürlich viele Möglichkeiten, auch Artifact in die richtige Richtung zu lenken und es zu einem richtig guten Spiel zu machen. Auf den ersten Blick wirkt Artifact erstmal vielleicht wie ein MOBA. Es gibt drei verschiedene Boards, welche die Lanes darstellen, und das Ganze ist natürlich auch an Dota 2 orientiert hier in dem Fall. Eure Helden sind auf den Lanes, ihr habt Creeps, es gibt Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und das Ganze lässt sich natürlich ganz normal wie ein Kartenspiel spielen. Allerdings natürlich an einem MOBA orientiert, dadurch ist es halt was Besonderes. Es lässt sich nicht wie eins der traditionellen Kartenspiele spielen, die halt mit nur einem Board arbeiten, mit nur einem Schlachtfeld, sondern hier gibt es gleich drei Lanes, was auch direkt den größten Unterschied zu den traditionelleren Spielen ausmacht und dem Ganzen auch ein bisschen mehr Würze gibt, ein bisschen abwechslungsreicher das Ganze gestaltet. Das macht das Ganze einfach nochmal um einiges interessanter, aber auch komplexer auf der anderen Seite. Was natürlich letzten Endes in mehr Spieltiefe resultiert. Die meisten von euch werden mit Hearthstone was anfangen können. Die meisten von euch haben Hearthstone schon gespielt. Und einer der auch nennenswerten größeren Unterschiede ist, dass es sich bei Artifact um ein sogenanntes TCG handelt, ein Trading Card Game, und nicht wie bei Hearthstone um ein sogenanntes CCG, ein Collectible Card Game. Um das Ganze mal etwas verständlicher zu machen, bei einem TCG ist man in der Lage, seine Karten zu handeln, mit anderen Spielern zu tauschen. Was man bei einem CCG, einem Collectible Card Game, nicht ist, dort kann man nur Karten sammeln. Als Beispiel, wenn ich 500 Euro in Hearthstone investiere, dem CCG, dann habe ich 500 Euro in Hearthstone ausgegeben und das Geld kommt da nie wieder raus. Das Geld steckt da drin, das Geld bleibt da drin. Investiere ich allerdings 500 Euro jetzt als Beispiel in Artifact, einem TCG, dann besitze ich eine Kartensammlung, die auch einen Gegenwert hat. Denn diese Karten kann ich handeln, verkaufen und mit anderen Spielern tauschen. Also ich kann bei den 500 Euro, die ich investiert habe, weniger rauskriegen oder etwas mehr rauskriegen, wenn ich Glück habe. Aber Fakt ist, das Geld ist auf jeden Fall nicht einfach weg, sondern ich kann immer die Karten wieder am Ende, wenn ich keine Lust mehr auf das Spiel haben sollte, verkaufen. Was meiner Ansicht nach ein riesen Vorteil ist. Artifact macht also in erster Linie erstmal alles anders oder zumindest sehr viel anders. Vieles davon auf jeden Fall erstmal in einer positiven Richtung. Allerdings muss man hier Hearthstone als Konkurrenten nehmen. Hearthstone ist zumindest soweit Konkurrenz, dass es auch ein Card Game ist. Allerdings hat Hearthstone eine andere Philosophie und eine andere Zielgruppe, denn Artifact richtet sich eher an Spieler, die ein komplexeres Spiel suchen, eins mit mehr Tiefe. Hearthstone ist halt sehr, sehr leicht, um reinzukommen. Man kann zwar auch sehr gut in Hearthstone spielen, keine Frage, aber die Tiefe, die Artifact bietet, macht Artifact halt in dem Bereich auf jeden Fall dominanter. Ob Artifact jetzt im Endeffekt alles besser macht oder einiges besser macht oder was es besser macht, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Denn jetzt kommen wir zum Thema Beta-Start und Release-Date. Was bereits genau bekannt ist, ist, dass Artifact am 28.11.2018 releasen wird. Das ist mittlerweile seit einigen Wochen oder schon seit ein, zwei Monaten bekannt. Also gibt es auf jeden Fall für jeden Spieler die Möglichkeit, Artifact zu erwerben. Artifact wird kein Free-to-Play-Game, Artifact wird ein Buy-to-Play-Game.
Das bedeutet, man zahlt einmalig 20 Euro und hat dann Zugang zum Spiel inklusive 10 Booster Packs und 2 Pre-Constructed Decks. Und man kann sich dann im Endeffekt noch weitere Booster Packs kaufen oder man kann zum Beispiel auch Karten kaufen aus dem Steam-Markt von anderen Spielern, weil wie gesagt, wir haben hier ein Trading Card Game. Soweit also schon mal zum Release-Date. Ein größeres Rätsel bleibt die versprochene Oktober-Beta. Es gab auf der PAX West dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, Artifact auf einer Convention anzuspielen. Und Leute, die dort gespielt haben, haben 2 Codes erhalten. Beide jeweils einmal für das volle Spiel Artifact und Zugang zu einer Oktober-Beta. Allerdings wird nirgendwo gesagt, wann diese Beta im Oktober startet. Es existiert einfach keinerlei Informationen darüber. Das Einzige, was es gibt, sind Spekulationen im offiziellen Artifact-Discord. Und dort wird spekuliert, dass die Oktober-Beta in der zweiten Hälfte des Oktober stattfindet. Wir haben heute den 10.10., also könnte natürlich durchaus realistisch sein. Aber ich sage mal, Artifact könnte jeden Tag von jetzt an in die Beta hineingehen. Für die Beta benötigt ihr natürlich einen der Codes und diese sind auch nicht käuflich erwerblich. Momentan gibt es, glaube ich, nicht mal eine Möglichkeit, die zu erhalten. Vielleicht kommen in Zukunft noch weitere Wege, wie man an einen Code für die Beta kommt. Aber im Moment gibt es sonst keine mir bekannte Möglichkeit. Abgesehen von vielleicht Drittanbieterplattformen, die nichts mit Valve zu tun haben, auf der ihr mehrere hundert Euro investieren könnt, um euch so einen Key zu besorgen. Das soll es soweit erstmal mit dem Video hier gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen näher bringen, was Artifact ist, was es von anderen Games unterscheidet, wie es aussieht mit der Beta, mit dem Release-Date und so weiter und so fort. Es werden noch weitere Videos folgen jetzt in den nächsten Tagen mit Guides zum Spiel. Grundlegend, wie die Karten aufgebaut sind, wie das Board aufgebaut ist, wie so eine Runde abläuft und so weiter und alles Mögliche. Deswegen lasst gerne ein Abo da, wenn euch das gefällt und wenn ihr mehr sehen möchtet und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Kommt gerne auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei, dort bin ich um einiges aktiver, fast täglich live auf twitch.tv/cyrus, auch unter dem Video verlinkt und wir sehen uns dann demnächst mit Artifact. Bis dahin, haut da rein, bleibt da geil und bis zum nächsten Video. Ciao.